Lil Kim, MC Trooper und DJ Tomek steigen von Platz 11 auf die 10 und zeigen, was Kimnotize wirklich heißt. Deutschland hypnotisieren und die Top 10 so richtig langsam von hinten aufrollen. Céline Dion hat ein Problem. I'm Alive hält zwar Platz 9, aber sie will ihre Show Céline Dion Muse nennen. Nur die Band Muse hat sich den Namen schützen lassen und denkt gar nicht daran, ihn der Chansonette zu überlassen. Warum nur? Pink lästert über Britney und die sieht's ganz gelassen. Das, was Pink tut, macht sie nur, um ihre Masche zu verbergen. Ich respektiere das, aber sie soll nicht so heuchlerisch tun. Just Like a Pill fällt von der 2 auf die 8. Die Spendenbereitschaft der Deutschen nimmt einfach kein Ende. Oder liegt es doch an der Nummer selbst, dass lieber Gott nochmal einen Platz steigt? Marlon und Freunde leisten ihren Beitrag zur Flutopferhilfe diese Woche auf Platz 7. Herbert Grönemeyer will nicht weichen. Das Album hat 5-fach Platin und ist auf der 1. Die Single Mensch ist schon jetzt die erfolgreichste in Herbys Karriere. Weiter auf Platz 6. Optisch ist Avril Lavigne keine Latina, musikalisch auch nicht. Vielleicht liegt sie am Temperament, dass das Skatergirl bei den MTV Video Music Awards Latin America auftreten darf. Complicated hüpft vor Freude auf der Stelle, Platz 5. Dass Eminem Britney disst, nichts Neues. Aber dass M und Brit-Fans jetzt immer härter aufeinander losgehen, scheint in manchem Klassenzimmer ein massives Problem zu sein. In der Hitlist nicht. Cleaning Out My Closet steigt von der 7 auf die 4. Auch Tommy Kitten müssen sich keine Sorgen machen. Ihre Version von The Tide Is High hält sich auf der 3. Der Girlgroup eigene Autorennstall Motorsport Racing Team fährt auf Titelkurs und dann sind alle drei Mädels auch noch verliebt. Ozzy Osbourne ist eher nicht so zufrieden. Nicht wegen Dreamer, die Nummer steigt von der 4 auf die 2, sondern wegen Tochter Kelly. Fuck, warum muss die sich immer so daneben benehmen? Schon mal die eigene Show geguckt?